Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Montagsausgabe der Most Active. Ja, es ist Montag, man hat den Eindruck, als wäre der Markt ein bisschen verkatert nach dem Wochenende, weil letzte Woche sah es ja noch ganz ordentlich aus. Mittlerweile sind die Sorgen zurück, der DAX lässt deutlich die Flügel hängen. Wir sind jetzt gerade noch so doch ein bisschen über der 12.000er Marke unterwegs, aber doch tiefrot, also minus von rund 1,7% jetzt am Nachmittag. Denn die Sorgen, einmal Handelskonflikt USA-China, sieht nach wie vor eben danach aus, als könnte jeder Tweet von Donald Trump hier für deutliche Bewegungen sorgen. Und man weiß ja nie, in welche Richtung er so twittert. Auch seine Drohungen in Richtung Iran sind jetzt nichts, was den Markt gerade beruhigen würde. Vor allem am Ölpreis merken wir das gerade ganz besonders. Dann steht noch die Europawahl vor der Tür. Also im Moment zieht man sich am Markt eher ein bisschen zurück. Wenn man sich nicht zurückzieht, sondern doch handelt, dann gucken wir doch mal, wer jetzt hier bei den meistgehandelten Werten beim Online-Broker Flatex mit dabei ist. Und schauen erstmal auf die Kaufseite. Wirecard dabei, Infineon, die Lufthansa, Commerzbank und Daimler. Ja, die Wirecard-Aktie, die sehen wir heute tatsächlich als einen der wenigen Werte mit grünen Vorzeichen, obwohl der Markt, der Gesamtmarkt ja wie gesagt heute ziemlich schwächelt. Hintergrund ist eine Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank. Die dafür zuständige Analystin sieht bei Wirecard offensichtlich einiges an Potenzial, denn sie hat die Aktie jetzt eben nicht nur auf Kaufen raufgesetzt von vorher halten, sondern auch das Kursziel ganz ordentlich und zwar von 170 auf 200 angehoben. Und wenn man vom jetzigen Niveau ausgeht, sieht sie da ein Potenzial offensichtlich von um die 43%. Das ist mal eine ganz schöne Ansage, denn sie sagt zum einen, die Geschäftsdynamik beim Zahlungsabwickler zieht an. Und die Sorgen um die Glaubwürdigkeit würden nachlassen. Also offensichtlich hier Positives von dieser Seite. Und charttechnisch gesehen kommt eben dieser Analystenkommentar zu einer ganz spannenden Zeit, weil aus charttechnischer Sicht die Wirecard-Aktie derzeit an einem Schlüsselwiderstand unterwegs ist. Wir gucken jetzt aber erstmal, wer ist auf der Verkaufsseite. Und da haben wir, surprise, surprise, Wirecard auch mit dabei, aber auch die Deutsche Telekom, die Bitcoin Group 1&1 Drillisch. Und Infineon, ja, bei der Telekom, wir erinnern uns, man möchte ja die US-Mobilfunktochter mit Sprint fusionieren lassen. Allerdings könnten da die Wettbewerbshüter was dagegen haben, also die Regulierungsbehörden müssen da erst noch zustimmen und offensichtlich ist man jetzt zu Zugeständnissen bereit. So heißt es zumindest. Also, um diese Fusion zu retten, will man dabei den Verkauf von Sparten anbieten, außerdem den Aufbau eines 5G-Netzes innerhalb von 3 Jahren und die Versorgung auch der ländlichen Regionen garantieren. So heißt es zumindest bei Bloomberg. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wieso wir dann einen Chart der Deutschen Bank jetzt am Chart haben, da wir ja aktuell über die Zugeständnisse bei der Telekom reden. Also um die Fusion geht es ja da aktuell. Wie gesagt, diese Zugeständnisse könnten natürlich jetzt was bringen, müssen sie aber nicht. Aber es könnte noch in dieser Woche eben bekannt gegeben und entschieden werden, ob das dann ausreicht. Bisher prüft das US-Justizministerium und die für diese Branche zuständige Behörde noch. Also gucken wir mal, wie es in dieser Fusionsgeschichte dann weitergeht. Und jetzt schauen wir noch auf die Bitcoin Group, denn da gab es Zahlen für das Jahr 2018. Und da ist ein bisschen unterschiedlich. Also beim Umsatz, der lag bei 11,3 Millionen und damit deutlich über den Prognosen. Beim Gewinn wird es ein bisschen kniffliger, liegt auch an den Bilanzierungsempfehlungen, denn die Bitcoin Group, die handelt ja nicht nur oder profitiert nicht nur vom Handel mit der Kryptowährung, sondern hält inzwischen auch selber große Bestände. Und da muss man natürlich das entsprechend dann in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einfließen lassen. Und das hat jetzt natürlich zunächst erstmal negative Folgen, weil wir erinnern uns, im letzten Jahr ist Bitcoin ja doch ziemlich abgerauscht. Aber, haben wir ja zuletzt auch gesehen, Bitcoin erholt sich ja gerade ganz ordentlich. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es hier weitergeht. Aber zumindest, wie gesagt, die Zahlen von der Bitcoin Group für 2018 haben wir gesehen. Und zum Teil sind die eben über den Erwartungen ausgefallen, zum Teil auch darunter. Das war es jetzt für diesen Handelstag von den Most Actives. Aber ich freue mich natürlich, wenn Sie auch morgen an gleicher Stelle um 15:30 Uhr hier wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.